Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 341. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für dein Wort und für die Geschichten, die wir darin finden, dass wir sehen können anhand der Personen, die dort beschrieben werden, wie das Evangelium funktioniert und dass wir gewarnt werden und ermutigt werden, aus den Niederlagen und Siegen, die diese Personen erlebt haben, zu lernen. Herr, wir wissen, dass das, was, und das ist uns gesagt, dass das, was dort aufgeschrieben worden ist, zu unserer Belehrung aufgeschrieben worden ist, damit wir gewarnt werden und getröstet werden. Und das bitten wir dich jetzt auch, dass du durch dein Wort zu uns sprichst für diesen heutigen Tag. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Samuel, beginnen heute dieses Buch in Kapitel 1, das ja eigentlich im Hebräischen ein gesamtes Buch ist, 1. und 2. Samuel. Und es geht jetzt hier weiter in Kapitel 1 und dort Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Sauls, als David von der Schlacht gegen die Amalekiter zurückgekommen war und 2 Tage lang in Ziklag geblieben war. Und es geschah am 3. Tag, siehe, da kam einer aus dem Heer Sauls mit zerrissenen Kleidern und Erde auf dem Haupt. Und als er zu David kam, warf er sich zur Erde und verbeugte sich. David aber sprach zu ihm, wo kommst du her? Er sprach zu ihm, ich bin aus dem Heer Israels entflohen. Und David sprach zu ihm, wie steht die Sache? Berichte mir doch. Er sprach, das Volk ist aus der Schlacht geflohen. Auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. David aber sprach zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, woher weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Für David war die Sache enorm wichtig. Er wollte nicht nur auf Hören sagen, das ganze Brut wissen. Er wollte wirklich sicher gehen, ob die Nachricht, die er hielt, den Tatsachen entsprach. Übrigens eine gute Angewohnheit, die auch wir an den Tag legen sollten in diesen Zeiten. Und der junge Mann, dem dies sagte, sprach, ich kam zufällig auf das Bergland von Gilboa. Und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer. Und siehe, Streitwagen und Reiter jagten hinter ihm her. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich. Und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach zu mir, wer bist du? Ich antwortete ihm, ich bin ein Amalekiter. Da sprach er zu mir, tritt doch her zu mir und töte mich, denn Verwirrung hat mich ergriffen, während ich noch bei vollem Bewusstsein bin. Wir wissen aus dem Kapitel zuvor, in 1. Mose 31, dass das falsch ist. Dieser junge Mann stellt die Sache nicht korrekt dar. Wir wissen, dass Saul sich am Ende selbst umgebracht hat. Hier heißt es jetzt aber, in Vers 10, da trat ich auf ihn zu und tötete ihn, denn ich wusste wohl, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Und ich nahm die Krone von seinem Haupt und die Spange von seinem Arm und ich habe sie hergebracht zu dir, meinem Herrn. Offensichtlich wollte er sich bei David einschmeißen. Er wollte den Eindruck erwecken, dass er hier einen besonderen Dienst an David getan und hat sich wohl auch eine besondere Belohnung erhofft. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie und ebenso alle Männer, die bei ihm waren. Und sie stimmten die Totenklage an und weinten und fasteten bis zum Abend. Um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. Dieser junge Mann hatte gedacht, dass David sich freut, wenn sein Feind stirbt. Er kannte offensichtlich nicht das Wesen Gottes, das David erkannt hatte. Gottes Liebe gilt nicht nur seinen Freunden. Gottes Zuneigung gilt nicht nur denen, die ihm Gutes getan haben. Gott liebt alle Menschen. Und obwohl David bei weitem nicht immer perfekt gehandelt hat, sehen wir doch in Geschichten wie dieser, die ja sich einleitet in eine ganze Reihe von Begebenheiten mit Saul, dass David etwas von dieser Feindesliebe, die Gott prägt, auch verstanden hat. Er hat sich nicht über den Tod seines Feindes gefreut, sondern war traurig. Ich weiß nicht, ob du Menschen hast, die dir feindlich gesinnt sind, denn Saul war dem David wirklich feindlich gesinnt. Er wollte seinen Untergang. Wenn wir dann hören, dass es ihnen schlecht geht, dass sie Verlust erleiden, dass sie schwere Niederlagen erlitten haben, freuen wir uns oder haben wir echtes, aufrichtiges, nicht geheucheltes, aufrichtiges Mitleid, dass es diesen Menschen schlecht geht? Das ist, wie Jesus fühlte,
als er auf Jerusalem blickte, die Menschen sah, die ihn umbringen lassen würden. Und trotzdem weinte er um sie. Und David sprach zu dem jungen Mann, der ihm dies berichtet hatte: Wo bist du her? Er sprach: Ich bin der Sohn eines Fremdlings, eines Amalekiters. Und David sprach zu ihm: Wie? Du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, um ihn zu verderben? Und David rief einen seiner jungen Männer und sprach: Tritt herzu und erschlage ihn. Und er erschlug ihn, dass er starb. Da sprach David zu ihm: Dein Blut sei auf deinem Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst gezeugt und gesprochen: Ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Hier stirbt ein Mensch, einer der unnötigsten Tode, die je in der Bibel berichtet worden sind. Er stirbt, weil er sich mit einer Sünde gebrüstet hat, die er nicht einmal begangen hatte. Und das alles, weil er völlig falsch eingeschätzt hatte, wie David auf den Tod seines Feindes reagieren würde. Es reicht nicht aus, den Feind als Feind zu identifizieren. Es reicht nicht aus, den guten König als den guten König zu identifizieren und dann vielleicht auch noch so ein grundsätzliches Wunsch zu haben, dem guten König zu dienen, wenn wir dabei nicht die Wesenszüge des guten Königs auch an den Tag legen. Dann hilft uns das Identifizieren des Feindes nicht. Wie viele kennen heute aufgrund der biblischen Prophetie die Feinde Gottes? Und wie viele wissen auch, dass Jesus der wahre König ist und dass Gott gut ist? Aber in ihrem Leben zeigen sie nicht die Feindesliebe, die Jesus in der Bergpredigt uns allen aufgetragen hat, sondern freuen sich mitunter noch über das Unheil der Gottlosen. Und an diesem Punkt, glaube ich, können wir etwas lernen und müssen wir etwas lernen. Denn wenn wir nicht den Charakter Jesu widerspiegeln, nützt uns auch die Identifikation von gut und richtig im großen Kampf nichts. Und David stimmte dieses Klagelied an und über Saul und seinen Sohn Jonathan. Und er befahl, dass man die Kinder Judas das Lied von dem Bogen lehren solle. Siehe, steht geschrieben im Buch des Rechtschaffenen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du auch durch diese ziemlich tragische und dramatische Geschichte zu uns sprichst. Und möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir nicht nur gut und richtig, gut und böse identifizieren, sondern dass wir auch deine Wesenszüge lernen. Du hast keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Herr Jesus, du hast geweint über Jerusalem. Gib, dass auch wir so ein Verlangen haben, dass die falsch liegen, trotzdem irgendwie noch gerettet werden könnten, dass sie umkehren und dass wir traurig sind über jeden, der verloren geht. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.